Okay, Leute, ich begrüße euch wieder zurück zu Let's Play Final Fantasy VIII. Beim letzten Mal haben wir die Chocobo-Wälder abgeschlossen. Allerdings habe ich vergessen zu speichern. Was ich euch mal einmal demonstrieren möchte. Karten. Und wir haben hier nicht die Chocobo-Kit-Karte. Ich habe vergessen zu speichern und darf die ganze Scheiße nochmal offscreen machen. Was mich natürlich sehr erfreut, weil ich mochte die Sidequest ohnehin schon sehr. Deshalb hat das Ganze nochmal von vorne. Naja, aber egal. Wir machen jetzt einfach mal weiter. Das werde ich irgendwann mal offscreen nachholen. Heute soll sich übrigens alles darum drehen, dass wir so ein bisschen, ich sag mal, Krimskrams und noch ein paar kleinere Erledigungen machen. Zum Beispiel holen wir uns so ein paar, vereinzelt noch so ein paar Karten, die es noch auf der Welt gibt, bevor wir dann zur Card Queen Sidequest kommen. Wir werden noch ein paar Timbermaniacs holen und wir wollen mal wieder nach Dollet gehen, wo wir ja schon seit Anfang des Spiels nicht mehr waren. Das würde auch mal interessant sein, mal Dollet zu sehen, wo es ohne, also ohne Kriegssetting. Naja, falls ihr euch jetzt eben fragt, wo ich bin hier beim Esther Container und zwar an den unteren Fitzel hier. Ganz unten von Tears Point hier die Landzunge entlang und dann stehe ich hier. Und ganz am Ende kann man einen besonderen Ort finden, der nicht auf der Karte erscheint. Hier sollte man ein bisschen am Ende rumlaufen und schon landet man in diesem Ort, wo wir jetzt landen werden. Das ist nämlich kein anderer Ort als die Notlandestelle, wo wir damals, als wir im... Na gut, wir sind da nicht gelandet, aber wo Quistis und die anderen Insassen plus Elyon gelandet sind, als wir vom Weltall gekommen sind. Hier haben wir noch unseren Freund, den Pete. Puh, ich bin meinen Job los. Ja, sein Täter. Was machen sie denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Achso, was machen wir denn jetzt? Auf jeden Fall hängen die beiden Typen hier rum. Und mit dem Pete, mit dem wollen wir einmal Karten spielen. Obwohl der irgendwie schwer verwundet zu sein scheint. Zum Kartenspielen hat er immer noch Kraft. Ja, ihr seht schon das Problem. Er hat wieder alles dabei, was irgendwie doof und kacke ist. Und deshalb muss ich mal gucken, ob ich wieder schneiden muss. Die Karte, die wir bei ihm suchen, ist übrigens die Alexander-Karte. Von daher hoffen wir mal, dass wir die auch gleich erhalten werden. Er hat sie schon, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und wir haben auch nicht die schlechtesten Karten. Außerdem hat er noch so einen Trash-Karten. Das ist eigentlich ziemlich gut. Das könnte was werden, Leute. Vorausgesetzt, ich spiele jetzt natürlich gut und falle nicht auf seine ganzen Tricks hier rein. Oh yeah. Wenn ich das mache, der kann mich auf jeden Fall, kann er die einfachen Karten, kann er auf jeden Fall umdrehen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie mache ich das? Ich weiß immer noch nicht, was irgendwie Wall Plus ist oder sowas. Das habe ich immer noch nicht nachgeguckt, sollte ich mal nachholen. Okay, er spielt schon mal die Alexander-Karte aus. Das ist jetzt... Das kann man jetzt natürlich als Verschwendung sehen oder auch nicht. Ich nutze die Chance und setze meine Mesmerize-Karte ein, damit ich die ein bisschen los bin. Das war klar, dass er die mir wieder umdreht. So, jetzt muss ich gucken. Wieder rechnet, er wird auf jeden Fall da ein Plus kriegen. Deshalb muss ich das auf jeden Fall schon mal vereideln. Das wäre nämlich nicht gut, wenn er ein Plus kriegen würde. F5, das passt nicht. Das ist auch viel zu viel. Ich muss hier wieder ein bisschen rechnen. Ansonsten ist hier wieder alles zappenduster. Ich weiß nicht, was diese Wall-Sachen sind. Das habe ich echt vergessen. Das könnte natürlich mehr oder weniger jetzt problematisch sein. Soll ich die Idea-Karte ausspielen oder soll ich mir erstmal den Lebensverbieter gönnen? Ich glaube, ich... Na, oder? Nee, das bringt mir auch nichts. Moment, wenn ich das mache... Hoppla, ging das Mikro gekommen. Wenn ich das jetzt mache, dann kann ich es, ich möchte den Lebensverbieter in die Mitte setzen. Aber ich glaube, dann haut er mir auch wieder so ein Plus rein, oder? Nee, dann wird er mir kein Plus reinhauen. Das ist das Tolle schon mal. Das kann er nicht. Das kann er nicht. Das kann er nicht. Ein A, das würde auch nichts bringen. Ich muss auf jeden Fall was in die Mitte reinlegen, weil sonst macht er hier wirklich ein Plus und das wäre dann sehr fatal. Weil dann würde er, glaube ich, alle Karten umdrehen. Lebensverbieter oder der? Lebensverbieter oder der? Der hat ja am Rand keine 6. Wenn ich da jetzt die 6 an beiden Seiten habe, der dreht dann wieder die auf jeden Fall um. Dann hat er da eine 4, da eine 5. Das hilft mir auch nichts.
Dann bin ich deine 3, das hilft mir auch nichts. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Und das ist böse. Ich muss gerade mal alles durchschauen. Das passt auf jeden Fall schon mal nicht. Ich muss Idea da reinsetzen, sonst klappt das nicht. Okay. F5 und A. Der würde mir... Der würde kein Plus oder so kriegen. Weil A plus 1, das wäre 11. Und 5 plus 5, das wäre A. Also 10. Das klappt schon mal nicht. Ach, verdammt, ich bin hier ganz schön... Ich bin ganz schön in der Bedrulle. Wenn ich den da einsetze. Dann müsste er... Nee, ich kann das nicht mehr gewinnen. Ist das Problem. Ich kann das nicht mehr gewinnen. Es sei denn... Nee, das kommt auch nicht. Oder? 4? Nee. Scheiße, ich kann das nicht mehr gewinnen. Das bringt mir nichts. Das bringt mir auch alles. Das bringt mir alles nichts. Vielleicht würde mir irgendetwas bringen, wenn ich wüsste, wie man jetzt mit den Wall-Regeln umgeht. Aber wie gesagt, das weiß ich ja nicht. Dann hätte ich 6-6. Dann könnte ich... 6-6, dann könnte ich ihn wieder umdrehen, dann hätte ich unentschieden. 5-5. Das müsste ein Unentschieden geben. Ich kann, glaube ich, höchstens ein Unentschieden rausholen. Was? Das ist ein Plus? Hä? Das ist ein Plus? Wie? Ach so. Natürlich. Natürlich ist das ein Plus. Ach, verdammt. Hätte ich mir gar nicht solche Sorgen machen müssen. Hätte mir eh nichts gebracht. Egal. Unentschieden. Wir haben ja Sun Death. Ja, das ist richtig geil. Jetzt habe ich die Alexander-Karte. Oh. Wir haben Sun Death. Das bringt mir schon mal sehr viel. Oh, wow, wow. Jetzt muss ich die Chance aber nutzen. Jetzt muss ich die Chance wirklich nutzen. Das heißt, wir rechnen erstmal wieder. F4, das bringt mir nichts. Ah, dann würde er auf jeden Fall keinen Plus kriegen können. Da würde er auf keinen Fall Plus kriegen. Ich setze erstmal die Idea-Karte hier hin. Gut, 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 gut. Jetzt hält er mich natürlich wieder so ein bisschen in der Falle. Und jetzt muss ich wieder aufpassen, was ich tue. Wenn ich jetzt einen falschen Zug mache, dann kriegt er wieder ein Plus oder ein Same. Wenn ich wüsste, was Wall Same ist. Ich glaube, ich könnte ein Wall Same kriegen, wenn ich... Aber ich glaube dann doch wieder nicht, aber ach, das ist ganz komisch. Da würde er mir keine Karte umdrehen, wenn ich jetzt Alexander einsetzen würde. Da würde er mir keine Karte umdrehen, in der Tat. Oder? Ich rechne nochmal 4. Das wäre fatal, das darf ich nicht machen. Ich darf die Alexander-Karte nicht in die Mitte setzen. Weil sonst könnte er über Alexander die Heulechse einsetzen und dann hätten wir wieder ein Plus. Und das darf ich jetzt definitiv nicht riskieren. Dann hätte ich da immer. Ach ja, 9, das interessiert ja nicht. Das wäre dann zu viel. Nee, das wird auch nicht passen. Scheiße, Mann. Der Typ ist gut. Der Typ ist sehr, sehr gut. Er sieht einen gut voraus. 7 plus 6 ist 13. 19. Das wären dann 4. 9, das darf ich auch nicht machen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich darf nirgendwo eine Karte hinsetzen. Weil wenn ich irgendwo eine Karte hinsetze, wäre das mein Aus. So habe ich gerade ein Gefühl. Wenn ich so ein bisschen antäusche und das irgendwie auf einer komplett anderen Seite legen würde. Das würde, wenn ich da jetzt 5... Das wäre zu hoch, das wäre alles zu hoch. Ich setze die Trust-Arvis-Karte mal hier rein.
Okay. Jetzt hat er da, glaube ich, keine Chance mehr, mich umzudrehen. Er wird aber ein Zähne kriegen. Das ist ja schon mal so gefährlich. Oh Gott, Leute, Leute, Leute. Das ist intens. Das ist richtig intens. Oh Mann. Wenn ich da jetzt Alexander einsetze, dann hat er, glaube ich, 100 Chancen, mich zu killen. 3, das wird nicht passen. 1 plus 4. Nee, das passt ja schon wieder. Ach, verdammte Kacke. Ich hätte eine Idee. Die Frage ist nur, geht diese Idee auf? Moment, dann hätten wir 4. Das passt schon mal. Das passt nicht. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Opf. Der kann auch nichts anderes böses. 3. Das wäre. Ich setze mal hier ein. Das dürfte klappen. Das dürfte klappen. Nein, jetzt hat er mir alles blockiert. Da hat er 3 plus 4, das passt schon mal nicht. 3 plus 3, nee. Ich muss definitiv, glaube ich, was unten einsetzen, sonst war es das. Der holt sich aber 2 Karten dann. Ich kann das nicht mehr gewinnen. Oder? Bin ich da? Das wäre 6. Oben einsetze, dann habe ich gewonnen. Wenn ich das oben einsetze, dann habe ich, glaube ich, gewonnen. Oder es wäre noch ein Sonde. Fuck it. Kann ich noch irgendwie gewinnen? 4, das bringt nichts. 4, das bringt alles nichts. Nada, niente. Da kriege ich 2 Karten. Und er wird auch da 2 Karten hier kriegen. Ich glaube, ich habe definitiv verloren. Da bringt es mir nichts. 9 plus A bringt mir auch nichts. Ich setze jetzt einfach die Alexander-Karte hier ein. Und hab verloren. Ah, verdammte Scheiße. Leute, Leute, Leute. Das allein hat jetzt, glaube ich, schon irgendwie so eine Viertelstunde oder so gedauert. Gefühlt auf jeden Fall. Geschätzt hätte ich jetzt einfach mal eine Viertelstunde. Leute, was haben wir jetzt eigentlich für eine Karte verloren? Ich glaube, die Idea-Karte, weil die am wertvollsten ist. Idea? Natürlich haben wir die Idea-Karte verloren. Ich werde einen Schnitt setzen, ich zeige euch, wenn ich die Karte habe. Bis gleich. Nur wenige Minuten später.
Ja. Junge, Junge, Junge. Hat zum Glück beim zweiten Anlauf gleich geklappt. Puh. Er merkt aber, wenn jetzt wirklich so viele Regeln aktiv sind, dann werden die Matches, die werden dann echt spannend, muss man sagen. Da muss man echt schon teilweise das ganze Spiel so ein bisschen vorausplanen. Weil ansonsten wird das hier irgendwie nichts. Und es ist irgendwie ganz komisch, wenn man hier den Notlandeplatz verlässt, dann fängt die Oberweltmucke nochmal von vorne an. Wo habe ich jetzt die Ragnarok geparkt? Ach da. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn die? Hallo? Ach, ich muss auf der anderen Seite einsteigen. Nicht nachher, dass ich mir noch hier die Ragnarok geglitscht habe. Nee, nee. Unsere nächste Karte. Oh, nein, nein, darf ich nicht hin. Ich habe immer Angst, wenn ich die Lunatic Pandora sehe. Weil da habe ich irgendwie immer Angst, dass ich da direkt reinfliege. Wir werden jetzt erstmal in Richtung Donald fliegen. Das ist unser nächster Zielort. Aber während wir jetzt zu Donald fliegen, oder bevor wir in Donald erstmal reingehen, möchte ich nochmal mit Laguna-Karten spielen, denn der hat auch noch eine besondere Karte für uns. Uns fehlen immer noch so ein paar Boss-Karten übrigens, aber das sind jetzt wirklich Karten, das ist nicht der Rede wert. Da diese Karten wirklich jeder Mensch auf der Welt hier hat irgendwie. Ja, jetzt muss ich noch eben Donald finden. Ach, da haben wir ja den obligatorischen Sendeturm. Wir fahren noch ein paar Meter zurück, blockieren erstmal voll den Zug. Ich habe jetzt, glaube ich, total den Zug überfahren. Egal, ich gehe auf die Brücke. Der arme Zug, der die Passagiere erstmal voll verschreckt, kommt erstmal so von nah am Boden erstmal so ein Luftschiff vorbeigefahren. Naja. So ganz wichtig, bevor wir jetzt mit Laguna spielen, erstmal speichern. Wer weiß, was der Typ für Regeln hat. Bei Laguna kann man sich nie so sicher sein. Naja, mal gucken. Wir können auch mal gucken, was für Quizzes noch für blaue Magie beibringen können. Da haben wir, glaube ich, noch so ein paar Sachen, wo sie was lernen kann. Einfach mal Luki Luki machen. Erstmal Speicherpunkt. Ja, ich kann speichern überall. Und dann eben Items. Da müssen wir auch noch was haben. Spinnennetz. Korallensplitter. Kaltes Fluss. Schwarzes Loch. Wasserrakete. Okay, sie hat feurigen Hauch erlernt. Okay. Morbolfühler. Mundgeruch erlernt. Totalabwehr. Und ansonsten haben wir nichts mehr. Das würde mich mal interessieren, wie viel fehlt noch bei ihr. Zwei Sachen weiß ich ganz bestimmt. Status. Was fehlt dir noch? Fehlen dir jetzt noch vier oder zwei Sachen? Ich weiß es nicht. Wenn zwei Sachen wären, dann wäre das ganz gut. Dann wüsste ich, wo man die herbekommt. Ansonsten wäre das noch ein bisschen Sucherei. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Bei ihr brauchen wir auch immer noch hier die letzten zwei. Was zum einen, glaube ich... Oh Gott, was sind das eine? Das eine weiß ich, aber das andere weiß ich nicht. Bei ihm haben wir alles. Bei Irvine hätten wir alles, weil wir alle Munition einmal gesammelt haben. Bei Squall sowieso. Und bei ihr, da müssen wir die ganzen Sachen mal erlernen. Können wir eigentlich mal machen. Wir lernen mal Sternschnuppe. Das wäre mal an der Zeit. Aber wir wollten eigentlich speichern. Ja, da seht ihr auch, ich habe den Safe nicht, wo ich eigentlich hier die Schokobus-Sidequest schon erledigt haben sollte. Da habe ich kein Safe-File. Scheiße, scheiße, scheiße. Naja. Okay, Leute, kurzer Schnitt an der Stelle. Ich habe gerade Panik bekommen, dass mir die ganze Aufnahme aus Versehen irgendwie zerstört worden ist. Dem war aber nicht so, deshalb habe ich mal ganz kurz einen kleinen Schnitt gesetzt. Auf jeden Fall sind wir hier auf der Brücke. Hier tummeln sich Laguna, Kyros und Vardrom. Und mit Laguna wollen wir Karten spielen. Oh Gott, das ist nie ein gutes Zeichen. Weltallregeln, oh Gott. Weltallregeln sind schlecht, Laguna. Weltallregeln sind ganz schlecht. Ja. Warum muss eigentlich jeder
Kartengegner im Endstadium diese scheiße random Handregler. Oh nein, jetzt habe ich auch noch. Jetzt habe ich auch noch so Crap-Karten. Das. Er hat allerdings auch nicht die besten Karten. Aber was er hat, ist die Squall-Karte, die wir haben wollen. Ach du Kacke, das wird. Oh Gott, scheiße, wie soll ich das gewinnen? Scheiße. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich werde die Karte einfach hier einsetzen, weil ich überhaupt nicht weiß, was ich tun soll. Ich habe gar keinen Plan, was ich tun soll. F5, das würde nicht meinen Untergang bedeuten. Das würde auch nicht meinen Untergang. Das würde meinen Untergang bedeuten. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt schon verkackt. Um ganz ehrlich zu sein, ja. Ist keine Differenz. Okay, wir machen das einfach mal so. Okay, das sieht doch schon mal sehr interessant aus. ja. Wie machen wir das jetzt? Was hat er eigentlich vor? F5. Das wäre eine. Ach so, der will da einen Plus machen. 7, das bringt auch nichts. 4, nein. Dann setzen wir einfach mal die Karte hier ein. Na toll, er dreht natürlich die beiden um. Ich setze einfach die Karte ein. Ich mache mir irgendwie keine Hoffnung mehr. Super. Unentschieden, aber. Okay. Zum Glück haben wir beide. Haben wir irgendwie beide so scheiß Karten und eine Superkarte zwischendrin. Ja. Habe ich jetzt eigentlich die gleichen Karten wie vorhin? Ich weiß es nicht. Ich habe den Wildhook, der ist neu. So, was mache ich jetzt? Leute, sagt doch mal, was mache ich jetzt? Ich werde einfach mal die Karte hier einsetzen. Und es ist kein Wall-Same, das ist schon mal interessant zu wissen. 6, 7, das macht mich, das tötet mich wieder. 6. Ach, das bringt ja gar nichts. Boah, bin ich doof. Boah, bin ich doof. Ach Gott. Drei Tage später. Ja, ja, ja. Meine Herren. Die Squall-Karte. Oh Gott. Diese Kartenspiele. Am Anfang ist das Spiel ja noch schön. Aber gegen Ende macht es einen wahnsinnig. Ich kann von Glück reden, dass ich es irgendwie geschafft habe, dass Laguna irgendwie all seine Regeln irgendwie abgeblasen hat und irgendwie nur noch Sudden Death, was noch, Element und Tauschregel 1 hatte. Ich glaube, das habe ich dadurch erreicht, weil ich mal mitten im ersten Spiel abgebrochen habe, um mir die die Vault Same Regel im Tutorial mal anzusehen, was sie macht. Und dann waren auf einmal alle anderen Regeln weg.
Mir soll's recht sein, ich habe jetzt die Squall-Karte. Es ist mir alles scheißegal, Hauptsache ich habe die Squall-Karte. Und dann können wir jetzt auch endlich nach Dollet gehen. Ich weiß nicht, wie viel ihr von dem zu sehen bekommt, aber ich nehme mich hier übrigens schon mal eine 40 Minuten und 3 Minuten. Ich kann nicht mal sprechen, ich nehme hier schon 43 Minuten auf. Ich wollte gerade irgendwie sagen 40 Minuten und 3 Minuten. Ja. ich nehme auf jeden Fall schon eine Dreiviertelstunde auf. Oh Mann. So, jetzt landen wir aber hier. Vorausgesetzt, wir könnten. Ah, da geht's aber los. Und dann besuchen wir endlich mal Dollet wieder, wo wir ja schon seit Anfang des Spiels nicht mehr waren. Seitdem wir da diese coole Mission hatten. Unsere erste Mission, unsere letzte Prüfung, unsere Prüfung, um Seed zu werden. Und das ist jetzt erstmal die Weltraummokalen. Oh Gott, das scheint ja schon wieder vielversprechend zu werden. Auf jeden Fall steht hier ein Auto rum. Sieht auf den ersten Blick schon mal ganz nett aus. Hier können wir uns natürlich wieder ein Auto mieten. Ich glaube, dann kriegen wir das Auto da. Was sagt sie denn? Okay, Shop-Personal. Wenn Sie unseren Wagen nehmen, ist es schneller und sicherer. Ich lasse es sein. Wir haben natürlich genug Geld, um uns einen Wagen zu kaufen. Zu mieten. Aber warum sollte ich das einsetzen? Ah, hier sind wir hier beim Brunnenplatz. Hier gibt es übrigens auch noch eine lustige Szene, die ich euch zeigen kann. Die ich euch auch zeigen werde. Wir übernachten natürlich im Hotel hier. Dreimal dürft ihr raten, warum. Ganz genau, hier gibt es wieder eine Timbermaniacs. Und zwar auf dem Tisch hier. Ich weiß auch nicht mehr, wie viel uns davon fehlen. Ich glaube, das kann man beim Garden einsehen. Da müssen wir aber da mal hingehen. Ich denke, das werde ich mal am Ende des Parts machen und dann schaue ich mal, wie viel davon von den Timbermaniacs uns noch fehlen. Mal gucken. Mit den Typen da drüben sprechen wir gleich. Hier gibt es auf jeden Fall, in dem Laden gibt es hier noch eine Timbermaniacs irgendwo. Nautilus Store, gibt es da was? Ich glaube, hier kann man nur einkaufen. Achso, das ist nur Shop und Junk Shop. Der Dollet Shop ist aber auch neu, den hatten wir auch noch nicht, oder? Nee, oder? Den hatten wir noch nicht. Was sollten wir... Ist er jetzt in der Liste? Muss ich mal schauen. Würde mich mal kurz interessieren, Ability? Shop? Ja doch, in der Tat. Dollet Shop. Sehr nett. Haben wir den auch in der Liste? Dann wollen wir aber mal, ich glaube, zur Bar gehen. Zum Pub. Ah, das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Ein Glas nach der Arbeit ist immer was Feines. Was laberst du denn da? Du bist doch schon seit heute früh hier. Hahaha, wirklich? Okay, ja, die sind wohl schon ein bisschen angetrunken. Ich habe gehört, dass hier viele reiche Leute leben, aber die reichen jungen Männer sind alle schon vergeben. Was mache ich nur? Die einen nicht reichen jungen Mann holen? Wäre auch mal eine Idee. Ach, der Ort hier wird auch noch wichtig. Wollen wir? Was denn? Haha, wenn ich das wüsste. Okay. Klar. Willst du das wirklich? Ja doch. Scheinbar kennst du Regeln, die nicht geläufig sind. Warum nehmen wir nicht die erste Regel? Der will auf jeden Fall Karten mit uns spielen. Ich glaube, der Typ wird später interessant. Wenn wir die Card Queen Quest machen. Hehe, leg mich am Arsch mit deiner Random Hand. Aber wenn wir hier die Card Queen Quest machen, dann wird dieser Typ, glaube ich, noch eine neue Karte von uns haben. Ja, ich hab Schiss. Das gebe ich gerne zu. Mit Random Hand Spaß, Manni. Weißt du das nicht? Woher soll ich das wissen? Dann werde ich es dir erklären. Der Typ da, er ist der Kneipenbesitzer. Wenn er wollen wir, fragt, meint er damit ein Kartenspiel. Überleg gut, was du antwortest.
Halt, hier geht's zu meinen Privaträumen. Oder ich glaube, ich muss sogar mit dem Eimer Karten spielen. Moment, ich habe hier eine. Oder wir nehmen einfach die Timmermanix, die auf dem Spieltisch liegt. Das wäre auch eine Idee. Die hätte ich jetzt gerade übersehen. Die wollten wir auf jeden Fall haben. Ich glaube, wenn man den Typen da im Kartenspiel besiegt, der führt einen zu so einem Geheimraum, wo er dann halt sein Arbeitszimmer hat. Das werden wir jetzt allerdings noch nicht tun, mit dem müssen wir eh noch Karten spielen. Soweit ich weiß. Deshalb können wir das auch getrost später machen. Dann hätten wir hier, glaube ich, alles erledigt, was ich ja machen wollte. Wenn das so ist, dann gibt es jetzt noch so einen kleinen Gag, sag ich mal. Wir erinnern uns ja nochmal an den X-Atmo, der uns hier verfolgt hat, als wir auf dem Weg zum Strand waren. Was hat denn der Typ hier zu sagen? Nur Angehörige der Gabalia-Truppen haben hier Zutritt. Ist das langweilig. Ups. Aua, Krampf am Bein. Das ist die Gelegenheit. Stürm. Der hat also einen Beinkampf gekriegt. Ist irgendwie so bei Soldaten üblich irgendwie. Keine Ahnung warum. Naja, immerhin haben wir jetzt hier das ganze Gebiet hier gestürmt. Und sind wieder auf der Brücke, wo wir damals vom X-Atmo angegriffen wurden. Und wo wir ihn eigentlich auch besiegen hätten können. Vorausgesetzt, wir hätten alle Vorbereitungen dafür getroffen, was ich aber nicht getan habe. Egal. Ich find's übrigens schön, dass wir hier nochmal die Kanalmucke hören. Hat auch mal wieder was. So, wir stoßen jetzt auf den Typen. Ihr dürft hier nicht rein. Wusstet ihr das nicht? Wir wollen kämpfen. Aha! Kommt, Speed One. Ach, na toll. Warte einen Augenblick. Als nächstes kommt... Und los, Sharp Two. Warum kriegen wir nur solche Schrottwaffen? Ihr verdammten Hunde, das werdet ihr bereuen. Nein, das war ein Scherz. Vergesst es einfach. Sehr schön. Da kommen wir jetzt natürlich auch nicht hoch. Aber ist mal schön, wie man hier seinen Nemesis sieht, wie er zweimal so gedisst wird. Einmal fällt er die Klippe runter und beim zweiten Mal liegt er leider wie eine Schildkröte auf dem Rücken. Sehr schön. Ist so eine kleine versteckte Szene. Hat auch wirklich keinen anderen Sinn, als so ein kleiner Gag zu sein. Aber nett mit anzusehen. Gut. Dann wäre unser nächstes Ziel, wäre nochmal Daling City. Ich habe schon mal versucht, ich möchte nämlich nochmal versuchen, die Rinoa-Karte zu erhalten. Und dafür muss ich ja bekanntlicherweise die Ifrit-Karte erstmal verlieren. Na, mit dem Sturm ist das jetzt nichts geworden, interessiert uns aber auch nicht. Ups, wegen der Schmerzen hatte ich mein Bewusstsein verloren. Es ist doch nichts passiert, oder? Hier ist niemand durchgegangen, oder? Ja, es ist so. Niemand ist hier vorbeigegangen. Nein, niemand. Ist ein Drawpunkt gewesen? Ja, in der Tat. Schweigen, Renoir und Irvine können, glaube ich, nur Zauber tragen. Da müsste ich mal gucken, was ich denen gebe. Naja, das Wichtigste hätten wir. Naja. Mein Gott, wie lang ist der Weg da? Ich wollte gerade sagen. War aber auf jeden Fall definitiv wieder ein interessanter Besuch in Dollard. In Dollard. War auf jeden Fall ein interessanter Besuch in Dollard. Dort werden wir auch nochmal hingehen müssen. Für die Card Queen Quest. Die kommt allerdings erst im nächsten Part.
Glaube ich zumindest, wenn ich noch nicht ein paar andere Sachen noch mache. So, nächster Halt ist Dailing City. Und ich guck mal, ob ich die Renoir-Karte gewinnen kann. Das werde ich jetzt nicht schneiden, wenn das schief gehen sollte. Dann seht ihr auch mal, was das Problem ist. Also mal direkt, was das Problem ist. Das ist die Raketenbasis, was will ich hier? Ich wollte eigentlich nach Dailing City. So, wir landen hier. Die Stadt, in der es immer Nacht ist. Und die Stadt, die einen tollen Triumphbogen hat. Dailing City ist ja auch mehr so an Paris angelehnt. Naja, hier können wir uns auch ein Auto mieten. Hier kann man sich irgendwie überall ein Auto mieten. Jetzt muss ich natürlich erstmal wieder den Weg zum Oberst Carway finden. Ich verlaufe mich ja hier manchmal gerne in der Stadt. Ach, wir sind schon gleich da. Das erleichtert die Sache natürlich ungemein. Vielleicht hätte ich auch speichern sollen, falls der wieder mit irgendwelchen komischen Regeln ankommt. Also. Oh nein. Dollet-Regeln. Was sind die Dollet-Regeln? Ich glaube, das ist Element. Warum muss Squall auch immer den anderen Leuten von den Regeln erzählen? Random Hand ist ganz schlecht. Ich werde aufhören. Das hat ja bei Laguna gerade geklappt. Hoffen wir, dass die Random Hand-Regel sich nicht verbreitet. Element-Regel. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wenn du jetzt nochmal die Random-Hand-Regel hast, dann wäre das schlecht. Ich hoffe jetzt mal, du hast sie nicht mehr. Das wird so nicht klappen. Ich werde es nicht schaffen können, auf so viel Glück zu hoffen, dass er die Ifrit-Karte nimmt. Das kann ich knicken. Das werde ich nicht schaffen. Entweder es läuft darauf hinaus, dass ich die Ifrit-Karte irgendwie nie bekomme. Oder es läuft darauf hinaus, dass ich die Ifrit-Karte bekomme, aber die KI irgendwie denkt, ich habe bessere Karten und sich dann nicht für die Ifrit-Karte entscheidet. Das wird so nicht klappen. Ich muss also warten, bis ich die Card Queen hierher locke. Im Endeffekt, also später. Und dann muss ich hier irgendwie die Random Hand-Regel abschaffen. Mein Gott, ist das umständlich. Und das alles nur für die Renoir-Karte. Warum kann er mir die Karte einfach nicht geben? Nicht einfach geben. Ich meine, ich habe ihm gut geholfen. Ich kümmere mich um seine Tochter. Vielleicht könnte Renoir einfach mal nachfragen. Daddy, gibt's mir die Karte? Aber nein, nein, nein. Wir müssen natürlich erstmal auf den unständlichsten aller Wege diese Chase-Karte erhalten. Oh Mann. Na gut, das können wir auf jeden Fall knicken. Muss ich mit der Card Queen Quest kombinieren? Dann machen wir jetzt noch einen letzten Abstecher zum Balamp Garden, wo wir auch schon lange nicht mehr waren. Hier schon mal der Gabardia Garden. Der Balamp Garden ist natürlich bei Fisherman's Horizon. Das heißt, da werden wir nochmal gucken und dann kann ich hoffentlich nochmal sehen, was uns noch für Timbermaniacs fehlen. Oder wie viele uns noch fehlen. Kann ich hier irgendwie direkt rein? Ja, ich glaube, ich lande immer bei der Landestation da bei Dodona. Oh Gott. Das heißt, wir müssen den langen Weg nehmen. Aber hey, wenigstens ist die Musik von Fisherman's Horizon sehr schön. Ach ja, die Mucke schon schön. So, das bekannte Gesicht Nummer 2 bringt uns wieder hoch. Bekanntes Gesicht. Es ist übrigens sehr schön, wie man den Balamp Garden im Hintergrund sieht.
Die Hintergründe sind eh immer sehr gut gelungen. Muss ich wirklich sehr loben. Wird auch sehr viel auf Details geachtet. Zum Beispiel, wenn der Balampgarten da steht, dann sieht man den Balampgarten auch. Und wenn er nicht da steht, sieht man den eben nicht. Auch wenn ich glaube, dass es unmöglich ist, den Balampgarten hier jemals nicht zu haben. Weil entweder muss man mit dem Balampgarten hier hinfahren, wenn man den Balampgarten eben noch besitzt. Oder man muss mit der Ragnarok hierher kommen und dann ist der Balampgarten standardgemäß hier. Könnte auch ein voller Trick sein, also. Squaresoft, ich habe euch durchschaut. Ich bin da irgendwie hängen geblieben, naja. Hier werden wir auch, bei Fisherman's Horizon werden wir später auch die Irvine-Karte erhalten. Das geht allerdings auch erst, wenn man die Card Queen Sidequest so ein bisschen macht. Wie und was und warum werde ich euch natürlich dann erklären. Aber das wird noch ein bisschen, na gut, nicht ein bisschen dauern, aber das möchte ich mir jetzt für die kommenden Parts aufheben. Also für den nächsten oder übernächsten. Wobei ich eher glaube, das wird der nächste Part. Die Card Queen Sidequest. Auf die ich mich überhaupt nicht freue, weil die auch nervig und ätzend sein kann. Was wir jetzt wollen, ist ganz einfach. Wir wollen hier ins Klassenzimmer gehen. Da wir hier Informationen über die Timbermaniacs erhalten. Und zwar sitzt hier Selfie in ihrer Uniform. Auch mal interessant. Selfie? Selfie? Glaubst du nicht auch, dass die Nachrichten im Garden Square echt lustig sind? Lass mich doch hier bitte. Die Seed-Uniform gefällt mir. Damit sehe ich intelligent aus. Sag mir jetzt nicht, dass du nicht. Kann ich mit den Karten spielen? Ich probier's nochmal. Da kann ich mich über den Garten informieren. Das ist echt cool. Sie wird davon nicht verschwinden, oder? Dann gehen wir mal an unseren privaten PC hier. Na gut, privat ist eine andere Sache. Aber an unserem PC. Gerät einschalten. Jetzt muss ich nur noch wissen, wo ich das sehe. Ich glaube, Garden Square, da ist das echt verzeichnet. Squall, weiter so. Das schaffst du schon. Wir erwarten nicht, dass du nett bist. Zeig uns nur, wo es lang geht. Ich setze auf dich, Squall. Oh, ja, das ist mal so das Forum, kennen wir ja. Mitteilung von der Mensa, vom Bücherdienst. Nee. Den Jahresplan, ja, ja. Den Jahresplan, den hätten wir aber auch so gut wie abgeschlossen. Über den Garten, finde ich das da? Nee. Tutorial. Na, das hilft mir auch nicht, so. Oder? Nee. Es könnte auch sein, dass ich erstmal alle Timbermaniacs sammeln muss, bevor ich das sehen kann. Hexenmann, nee. Vielleicht das Schulfestkomitee, das ist ja sehr viel. Jetzt bin ich schon wieder aufs Tutorial gegangen. Weil ich zu schnell gedrückt habe und er dann von unten wieder nach oben gesprungen ist. Ja. Ah, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Genau, Lagunas Seite. Das haben wir auch noch nicht angeguckt. Make the Garden Festival a success. Macht mit, wir organisieren das Schulfest. Naja. Mitteilung vom Komitee. Zwar hat es dieses Jahr nicht geklappt, aber ein Schulfest kommt alle Jahre wieder. Daher suche ich weiterhin Mitglieder für das Komitee. Wenn sich das Chaos gelegt hat, kann die Arbeit wieder losgehen. Hey, 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 nicht aufgeben, wir schaffen das schon. Freunde, meine Freunde? Ich habe jetzt neue Freunde. Demnächst werde ich hier meine Freunde zu Wort kommen lassen. Zunächst unser Truppenführer Squall. Aber da er hier bestimmt nichts schreiben wird, doch vielleicht jemand anders. Sehr schön. Die aktuellsten Texte? Ich heiße Renoir Hartley. Ich bin zwar nicht aus dem Garten, aber ich verbringe meine Zeit hier. Hallöchen allerseits. Nochmal danke ich, dass ich meine Zeit sorgenfrei verbringen möchte. Achso, nochmal. Quatsch, ja, nochmal von vorne. Manchmal denke ich, dass ich meine Zeit sorgenfrei verbringen möchte. Ohne fürchten zu müssen, dass jemand von mir geht.
Ich habe Freunde und ich möchte mit ihnen zusammen sein, auch wenn wir mal älter sind. Was will ich eigentlich sagen? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall finde ich es schön, dass hier so viele Gleichartige zusammenleben. Es ist wie in einer Zirkustruppe, naja. Ich bin froh, dass ich hier bin. Wie? Eine Zirkustruppe? Schon gut möglich. Sehr schön. Dann gucken wir uns auch mal die Älteren an. Dann müssten die anderen drauf was geschrieben haben. Also Zell, Irvine. Tag, Tag, ich bin Irvine Kineas. Es gefällt mir zwar nicht, dass ich anstelle von Squall schreiben soll, aber für die süße Selfie werde ich es mit Freuden tun. Ich bin aus persönlichen Gründen von Gabardia hierher gewechselt. Ich denke aber, dass ich mich schon an diesen Garten gewöhnt habe. Hier gibt es viele hübsche Mädels. Es gefällt mir hier am besten, Smiley. Super. Ich denke, dass er ein netter Kerl ist. Oder vielleicht doch nicht? Ah, Xell auch? Xell dincht, hier. Was soll ich hier reintippen? Sorry, Selfie, ich hab irgendwie keinen Plan. Ach ja, ich mag das Hotdog in der Mensa. Damit könnte ich mich bis zum Erbrechen füttern. Haut rein, Jungs. Ich bin Chris Streep. In letzter Zeit bin ich leider nicht oft im Garten. Hoffentlich seid ihr alle fleißig und lernt für die Prüfung. Ich hoffe, dass die Schüler ihre Zeit nutzen. Zeit ist etwas, was nie mehr wiederkehrt. Warum schreibe ich eigentlich immer so etwas Langweiliges? Ob ich eine langweilige Frau bin? Nein, Chris, ich mag dich und wir zählen alle auf dich. Ja, okay, war auch mal cool. Squall hat natürlich nichts geschrieben. Wäre mal lustig, wenn man irgendwie mit Squall was eintippen könnte. naja. Was ist ein Selfies Tagebuch? Aktuelles Tagebuch, Tagebuch 1, etwas alt, sehr alt. Gucken wir das aktuell an. Ich glaube an etwas. Liebe, Mut und Freundschaft. Die große Aufgabe, was uns Laguna erteilt hat. Eine echt großartige Mission. Ich werde es schaffen. Ich setze alles auf eine Karte. Ab geht die Post. Etwas alt? Aufregender Tag. Heute treffe ich meinen Laguna. Ist das aufregend, mein Gott. Willkommen daheim, Renoir. Heute haben wir Renoir abgeholt. Squall, Renoir und die anderen waren echt glücklich. Ich natürlich auch. Ich und Renoir sind uns irgendwie ähnlich. Wir sind nur etwas anders gepolt. Was meint ihr dazu? Ob jemand eine Hexe ist oder nicht, ist doch egal. Es hängt davon ab, was sie tut. Oder etwa nicht? Es gibt ja auch viele gute Hexen. Ich persönlich kenne auch eine gute. Und jetzt sogar zwei. Das wird schon alles gut werden. Das große Abenteuer. Ich muss etwas berichten. Was? Was soll das sein? Ed? Hä, was soll das denn sein? Komisches Zeichen, Wahnsinnsereignis. Ich war in Esther. Ich habe als Erste das Flugschiff Ragnarok gesteuert. Naja, mal abgesehen von den Esther-Leuten. Und viele Monster kamen vom Mond auf den Planeten geströmt. Etwas, was Lunatic Pandora heißt, ist erschienen. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Ich drücke Squall die Daumen. Squall ist mit Renoir verschwunden. Seid bitte nicht böse auf Squall. Er hat bisher viel für uns getan. Auch er darf mal etwas für sich selbst tun, oder? Ich drücke ihm die Daumen. Viel Erfolg, Squall. Werd wieder gesund, Renoir. Heute denke ich viel nach. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Das wird noch länger dauern. Die Hexe Idea ist jemand, der mir wichtig ist, hatte ich mal geschrieben. Sie war doch eine gute Hexe. Sie wurde nur von einer anderen manipuliert. Auch wenn das nicht ihr Wille war, ist die Gefahr noch nicht gebannt. Ich will nicht ein zweites Mal gegen unsere Mama, so nannten wir sie, kämpfen. Sie wurde von Artemisia gesteuert, eine Hexe aus der Zukunft. Ihr Ziel ist die Zeitkomprimierung. Was ist eine Zeitkomprimierung? Was passiert mit uns? Das wäre nicht das Schlimmste. Ich will nur nicht wieder gegen unsere Mama kämpfen müssen. PS, was ist mit Renoir los? Squall macht sich unglaublich viel Sorgen. Kann ich für sie nichts tun? Mein Gott, wie viel ist denn das? Alle haben sich bemüht. Ich habe zwar gesagt, dass ich aufhöre, aber eines wollte ich noch schreiben. Vielen Dank, Leute. Ich liebe euch alle. Heute war ich in Trabia. Alles war in Schutt und Asche. Aber die Überlebenden waren alle wohlauf. Sie wollten den Garten gleich wieder aufbauen, auch wenn die Heiterkeit nur vorgetäuscht war. Dazu kommt noch, dass du durch die Nebenwirkungen beim Koppeln von GF viele Dinge vergisst. Das hat sich auch bei mir gezeigt. Nur war mir das bisher nicht aufgefallen. Als ich mit den anderen sprach, kamen viele alte Erinnerungen wieder. Auch solche, die ich am liebsten gern vergessen hätte. Ich denke da nur zur Zeit sehr viel nach.
Die Hexe Idea ist jemand, der mir wichtig ist. Wir werden aber trotzdem kämpfen. Wir sind Seeds. Mehr kann ich jetzt nicht schreiben. Ich werde auch mit dem Tagebuch aufhören. Sonst treten hier nur die schlechten Seiten von mir hervor. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass ihr es gelesen habt. Ich danke euch wirklich. Ciao, Waijin und Fujin. Tschüss, ihr beiden. Ich hoffe, dass ich euch irgendwann wiedersehe, als Freunde. Mein Gemüt gleich minus 100%. Heute bin ich etwas deprimiert. Wenn ich an den Treibjagan denke, ich würde so gerne hingehen. Oder sollte ich es lieber lassen? Das Konzert war genial. Wir haben es geschafft. Ja, ja, yippie. Wir haben richtig Musik gespielt. Ich fand es wirklich klasse, vor allem Irvine mit seinen Steppschuhen. Hoffentlich hat es auch den anderen gefallen. Wie fandet ihr es? Das nächste Mal müsst ihr auch daran teilnehmen. Das ist lustiger als zuzuhören. Das Schulfest habe ich noch lange nicht aufgegeben. Oh Gott, das wäre erst das Tagebuch Nummer 1. Jetzt kommt noch das Tagebuch Nummer 2. Oh Gott. Tag des Konzerts. Hehehe. Das Schulfest wurde zwar gecancelt, aber wir werden wahrscheinlich ein Open-Air-Konzert veranstalten. Vielen, vielen Dank, Effa. Ich bin wirklich gespannt. Ich bin richtig aufgeregt. Unser Anführer Squall. Squall wurde heute zum Anführer befördert. Ich wusste nicht, dass er so berühmt ist. Das ist ja nicht schlecht, ja. Squall wird es bestimmt schaffen. Wir wollen ihm dabei helfen. Man sagt, dass er unfreundlich und ein bisschen gefährlich ist. Ich denke, das ist falsch. Er denkt sehr viel nach, aber er will sich nur nicht äußern. Ich glaube, es ist einfach nicht seine Art zu plaudern. Er ist nicht daran gewöhnt. Er will auch nicht, dass andere sich um ihn kümmern. Hä? Was schreibe ich hier? Soll das eine Abhandlung über Squall werden? Nö, nö, nö. Pechtag für das Schulfest. Hallöle! Unsere Bühne, alles nochmal von vorn. Mal wieder im Garten Nummer 1. Ups! Nachdem ich von meinem ersten Auftrag und anderen Ereignissen wieder zurückkam, hat sich hier im Garten vieles ereignet. Nun, erstmal sollte ich über meine allererste Mission berichten. Ach übrigens, hallöle! Mir geht es blendend. Die Mission fand in Timber statt. Genaueres dürfen wir nicht schreiben. Aber sie war ein Reinfall. Der Gegner war einfach viel zu stark. So kann ich mich etwas rechtfertigen. Trotzdem ist es frustrierend. Während dieser Mission ist ein Unfall passiert. Die Hexe kam ins Spiel. Genau, die Hexe. Diese Hexe heißt Idea. Sie hat Cypher, was hatte er dort eigentlich zu suchen, entführt. Auch unsere Niederlage wollte... wollten wir... Moment, nach unserer Niederlage wollten wir in den Garten zurück. Aber da wir leider kein Fahrzeug hatten, gingen wir zum Gabardia-Garten. Dieser Garten war etwas anders. Dort geht es ziemlich militärisch zu. Mal wieder im Garten Nummer 2. Im Galbadia-Garten bekamen wir einen weiteren Auftrag. Wer weiß, ob ich das hier schreiben darf. Okay, zurück zum Thema. Wir haben auch bei dieser Mission versagt. Der Gegner war wieder einmal zu stark. Ganz genau. Es war wieder die Hexe. Durfte ich das nicht schreiben? Die berühmteste Hexe ist doch zurzeit Adele, oder? Die Hexe, die den Krieg der Hexen verursacht hat. Hexe, 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 Hexe. Sie verschwand auf mysteriöse Weise, sodass der Krieg plötzlich endete. Das haben wir in Geschichten gelernt. Da die Hexe ihre Macht immer vererbt, vermute ich, dass die Hexe Idea die Macht von Adele übernommen hat. Zunächst schien es, als würde der Gabardia-Präsident und die Hexe zusammenarbeiten. Aber er wurde kurzerhand umgebracht, sodass jetzt die Hexe die Herrschaft übernommen hat. Das ist doch genau wie damals mit Esther. Die Seeds werden jetzt alle Hände voll zu tun haben. Mal wieder in Garten Nummer 3. Nachdem die Mission geplatzt war, konnten wir nicht einmal fliehen. Wir wurden ins Gefängnis in der Galbadia-Wüste versteckt. Gesteckt. Ja, wir wurden versteckt im Gefängnis. Unser Chef wurde gefoltert, aber wir konnten irgendwie doch entkommen. Wir dachten nur an die Flucht. Aber war das nicht gegen unsere Befehle? Dürfen wir überhaupt fliehen? Bla, wir mussten einfach. Naja, was soll's. Nachdem wir die Flucht ergriffen hatten, hörte ich Schreckliches. Idea soll einen Raketenangriff auf die Garden planen, um die Seeds auszulöschen. Scheinbar hasst Idea die Seeds. Auf jeden Fall konnte ich das nicht über mich ergehen lassen. Ich habe Squall, der ja ein echt toller Chef ist, gebeten, diesen Raketenangriff zu stoppen. Mal wieder in Garden Nummer 4. Wir wurden in zwei Gruppen aufgeteilt.
Die eine sollte den Angriff verhindern, die andere den Garten alarmieren. Natürlich war ich in der ersten Gruppe und ging zur Raketenbasis. Der Angriff konnte ganz knapp abgewehrt werden. Immerhin ist dem Garten nichts passiert. Ende gut, alles gut. Die größte Sorge war, dass wir bei der Explosion in der Basis keinen Ausweg fanden. Als alles in der Luft flog, dachte ich wirklich, dass wir sterben würden. Wir hatten wirklich Glück. Wir konnten gerade noch in den Kampfpanzer der Gabardianer kriegen. Ein Glück, dass das Zeug so stabil gebaut war. In dem Moment war ich den Technikern von Gabardia echt dankbar. Sie haben uns gerettet. Mal wieder im Garten Nummer 5. Wir sind mit dieser Maschine nach Balamp. Zumindest war es so geplant. Wir kamen zwar hinein, steuern ließ sich das Ding aber nicht. So wurden wir, beziehungsweise dieser Panzer, von den Gabardianern geborgen und nach Refar geschleppt. Als wir versuchten, da rauszukommen, haben wir aus Versehen Squall angegriffen. Das wollten wir echt nicht. Wir haben alles versucht, aber irgendwie hat nichts geklappt. Sorry, Squall. Auf jeden Fall ist ihm gar nichts passiert und uns auch nichts. Ich mache mir aber noch Sorgen um den Traviagan. Mein erster Arbeitstag. Hallöle! Niemand macht mit. Gleich am Anfang erhielt ich einen Auftrag, aber ich weiß noch gar nicht, wohin es gehen soll. Naja, auch wenn ich es wüsste, dürfte ich es nicht verraten. Aber wenn ich es hinter mir habe, kann ich es jemandem weitersagen, oder? Denke ich schon. Also, wartet bitte noch. Ich nur noch die Frage, ob das jemanden interessiert. Ich werde mich jetzt auf den Weg machen. Ich werde auch heil wieder zurückkommen. Meine Sorge Nummer 1, die Nebenwirkungen von GF. Da ich jetzt ein Seed bin, habe ich mich über die GF informiert. Werde ich all meine Erinnerungen verlieren? Sorge Nummer 2, was sind das für Leute, mit denen ich zusammen die Mission erfüllen soll? Hoffentlich sind sie nett. Sorge Nummer 3, ich kann das Schulfestkomitee in der Zeit nicht leiten, Hilfe! Ich bin ein Seed. Ich, Selfie Tilmit, habe es geschafft. Ich werde heute zum Seed befördert. Hier ist eine kurze Zusammenfassung. Die praktische Prüfung fand in Dolet statt. Ich wurde in den A-Trupp eingegliedert. Naja, zumindest zunächst dachte ich, dass es eine einfache Sache wäre. Doch kurz nach der Landung bekam ich den Auftrag, eine Nachricht an den B-Trupp weiterzuleiten. Aber der B-Trupp war nicht am vereinbarten Ort. Eigentlich hätte er am Marktplatz sein müssen. Was meint ihr, wie ich gelaufen bin? Meine Endnote hing ja davon ab. Ja, super. Meine Endnote hick ja davon ab. Da hat man irgendwie ein N vergessen. Ich habe kurze Zeit später den Chef des B-Trupps gefunden. Allerdings ganz woanders. Was er dort wohl gesucht hat, wer weiß. Ich habe aber meine Ruhe bewahrt und ihm die Nachricht überbracht. Ich denke, dass das der Grund für meinen Erfolg gewesen ist. Naja, Hauptsache, ich wurde zum Seed befördert. Null Problemo. Der Chef des B-Trupps hat am Schluss applaudiert. Er ist doch ein wenig netter, als ich dachte. Er scheint hier berühmt zu sein. Vielleicht macht er beim Schulfest mit. Also, Cypher, hilf mir, wenn du das hier liest. Und viel Erfolg bei der nächsten Prüfung. Der erste Schultag. Hallöde! Das Wort will ich zur Mode machen. Ja, das hast du geschafft. So, jetzt fange ich sogar mit meinem Tagebuch an. Sehr vieles nicht veröffentlichte Werke. Klingt das nicht großartig? Ich habe bisher noch nie in einem Tagebuch geschrieben. Daher auch keine Garantie, dass das hier überhaupt eins wird. Na gut, fangen wir einfach an. Ich komme aus Travia. Ich wollte eigentlich die Kultur in den Großstädten kennenlernen. Travia ist ein großartiger Garten. Ich werde den Ort nie vergessen. So der wirkliche Grund, warum ich hergekommen bin, ist, dass ich später mal ein Seed werden möchte. Da die Prüfungen nur im Balamp-Garten abgehalten werden, bin ich einfach mal so nebenbei hierher gezogen. Ja, der größte Witz an der ganzen Sache ist, dass die praktische Prüfung heute stattfinden soll. Aber heute ist mein erster Schultag hier. Aber ich werde es schon irgendwie hinkriegen. Oh Gott, Leute, boah. Moment. Einatmen und ausatmen. Mein Gott, das war jetzt viel zu viel. Wenigstens haben wir jetzt einfach mal die ganze Story nochmal aus Selfies Sicht erfahren. Ist definitiv auch mal interessant, das Ganze mal aus Selfies Sicht zu erfahren. Das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Plan, dass es hier noch so einen extrem langen Block von Selfie gibt. Aber okay. War interessant. So, letztes ist Lagunas Seite.
Ich möchte das jetzt eigentlich alles skippen. Oh Gott, ich hoffe, ich komme hier raus. Nein! Das ignorieren wir jetzt erstmal, das werden wir gleich lesen oder später. Denn das Ganze ist interessiert. Moment, ich kann gar nicht mal reden, weil ich jetzt so viel gelesen habe. Das Ganze werden wir erst später lesen, wenn wir alle Artikel haben, also alle Timbermaniacs. Weil ihr seht, das baut hier so aufeinander auf. Und ich denke, das im Kompletten zu lesen ist dann wesentlich interessanter, als wenn man das hier so in einzelnen Abschnitten liest. Man sieht auf jeden Fall, Laguna kam überall herum. Hier bei den Shumis. Das Ganze natürlich auch mit schönen Bildern. Ich glaube, da gibt's auch noch irgendwie so ein paar Hinweise auf ein paar Sidequests, aber egal. Bla bla bla. Ich hoffe, ich kann das überhaupt noch mal lesen. Wenn nicht, dann wäre das ganz schlecht. Naja, egal. Gut. Ich denke, das reicht. Leute, Leute, Leute. Dass wir uns später nochmal reinziehen, heißt, das ist definitiv nicht das letzte Mal, wo wir den Garten hier betreten. Kann auch gleich das letzte Mal sein, weil uns immer noch ein paar Karten hier fehlen, die wir noch erhalten werden. Puh. Puh, 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 puh. Komm, ich habe jetzt den ganzen Zeug da gelesen. Ja. Das hätte mir aber jetzt auch eine Belohnung. Hätte ich mir dafür auch gern geholt. Na egal. Ich muss jetzt irgendwie speichern gehen. Ich denke, ich walsche jetzt nochmal zur Ragnarok zurück. Weil hier kann ich nichts mehr werden. Warum fängt hier nochmal die Musik von vorne an, okay? Okay, okay. Ich akzeptiere es einfach. Ich lasse es einfach so sein. Dann würde ich sagen, wir starten beim nächsten Mal. Müssen wir definitiv die Card Queen Sidequest starten. Was sehr interessant werden dürfte. Und übelst nervig. Aber egal. Ich werde das schon irgendwie durchstehen. Für euch. Weil das bringt uns definitiv ein paar Karten ein, die wir auf, ich sag mal, normalen Wege nicht erhalten würden. Das ist definitiv auch eine Sidequest, wo man eine Random Hand nicht haben will, weil ansonsten wäre das einfach, sonst wäre das Selbstmord, die ganze Aktion. So viel sei schon mal gesagt. Von daher, wenn in den nächsten Tagen kein Partner kommen sollte, dann habe ich hier die Card Queen Sidequest gemacht. Und hat mich dabei selbst umgehauen. Aber naja. Wir müssen mal schauen. Macht hinne, Leute. Steckt allein. Ich möchte eigentlich nur speichern. Und ich denke, nachdem wir dann die Card Queen Sidequest gemacht haben, holen wir uns die letzten blauen Zauber. Holen uns die letzten Limit Breaks von Selfie. Und holen uns die letzten Timbermaniacs. Damit wir dann alles komplett beim Garn aufhören können. Und dann geht's. Danach geht's dann endlich mit der Story weiter. Ja, das ist eigentlich so der Plan. Heißt, es dürften jetzt irgendwie noch höchstens, ich sag mal, 4 Parts werden, bevor es dann zum Finale geht. Also in die Lunatic Pandora hinein. Und dann geht's da weiter. Mit der Story. Und uns fehlt ja immer noch CD4, wir haben ja noch gar nicht CD4 gesehen. Von daher dürft ihr das Ende hier von dem Let's Play definitiv nicht verpassen. Disc 4 ist eigentlich nichts Besonderes, kann ich schon mal sagen. Disc 4 ist eigentlich nur der finale Dungeon und halt das komplette Finale. Aber das soll uns mal egal sein. Ich denke, ihr merkt auch ein bisschen, dass ich hier ein bisschen erschöpft bin, weil ich habe jetzt sehr viel gelabert, sehr viel gelesen. Ich brauche jetzt definitiv eine Pause. Ich denke, es ist alles gesagt, was gesagt werden will. Ich kann ja noch mal kurz bei den Karten gucken, was uns da vielleicht noch explizit für Karten fehlen. Kann ich ja schon mal verraten.
Die Kyros-Karte fehlt. Renoa und Irvine fehlt noch. Dann fehlt uns hier, glaube ich, noch Doomtrain. Phoenix fehlt uns noch. Dann fehlt uns noch... Und wer fehlt uns noch? Ja, das Schokobo-Kit muss ich nochmal holen. Dann fehlt uns, glaube ich, noch der Schokoblob. Der fehlt uns noch. Die Sirenenkarte fehlt uns noch. Da fehlen uns hier noch ein paar Bosskarten, die wir nochmal holen müssen. Den Wolframato sollte ich auch nochmal holen. Ich glaube, da kann man einfach auch mit jedem spielen, der hier auf der Weltkarte existiert. Die sollten alle so gute Karten haben. Ansonsten hätten wir, glaube ich, alle normalen Monsterkarten. Ja. Die Sammlung sieht doch schon ziemlich vollständig aus. Auf jeden Fall erhalten wir noch sehr viele besondere Karten. Von der Card Queen, oder wenn wir die Card Queen Quest machen. Und wie das Ganze abläuft, werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Ich speichere jetzt, werde es nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal sollte ich dann auch wieder die Schokobo Side Quest gemacht haben. Denn die Schokobo Kit Karte brauchen wir, um was bei der Card Queen Quest zu machen. Deshalb sollte ich das auch auf jeden Fall bis zum nächsten Mal geschafft haben. Naja, ich hoffe auf jeden Fall, das Let's Play hat euch bis hierhin so gut gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 8 und wenn wir die Card Queen Quest machen. Tschüss und bis zum nächsten Mal, Leute.